etwas Dreck. Gleich mal mit. Kann ja nicht schaden, auch den Pilz hier. Hier haben wir jetzt natürlich wieder ein Loch. Nicht so schön. Oh, aber hier geht's drüber. Wie schön. In Anbetracht der Tatsache, dass das nicht wieder zufriert, würde ich glattweg mal behaupten, das ist gar kein Schneebiom mehr. Wie sieht es mit dem Inventar aus? Da ist noch Platz. Ja, dann lass doch jetzt einfach in Ruhe. Platz für den Baum? Yep. Ich weiß, eigentlich wäre es wichtiger, hier vorne die Berge wegzumachen, aber da ist gerade meine Motivationsschwelle zu sehr gering, nachdem wir jetzt schon die letzten Aufnahmen fast ausschließlich Berge weggemacht haben. Von daher, das hier geht schnell und locker von der Hand. Sobald hier das Wasser richtig drüber geflossen ist, holen wir uns dann auch den Lehm. Ich denke, mit einer Kiste Dreck kommen wir erstmal eine Zeit lang aus. Hier willst du wieder nicht, oder liegt das da dran? Na, lag da dran. Nö. Die eine Stelle will er nicht. So, jetzt können wir hier die Dinger rausholen. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt aber mal eine unserer Kisten. Ja. Es ist gar nicht so viel Dreck, wie ich gedacht habe. Ich habe jetzt wirklich gedacht, wir hätten die Kiste schon voll. Und denk dran, dass du auch noch ein, zwei Birken brauchst. Ja, ja, habe ich im Hinterkopf. In meinem ganzen Verstandswirrwarr gespeichert irgendwo. So. Zwischendurch immer mal ein bisschen bewegen. So, die Reihe machen wir weg. Dann können wir abbauen. Sollte das hier auch alles sofort zugehen. Hier sind irgendwelche Höhlen drunter, von denen ich noch nichts weiß.
wir das Stück haben, dass das erstmal reicht, oder? Ist schwer einzuschätzen. Ich denke, wir holen uns dann erstmal ein bisschen Holz, machen die Wege fertig und dann legen wir mal hin, was wir haben. Vorne und dann Holz. So, hier vorne hätten wir dann noch irgendwann einen Biombruch, den wir entfernen müssen. Aber über den können wir froh sein, denn sonst wäre dieses Gebirge hier komplett drüber gewachsen. Ich glaube, da ist der Biombruch dann doch noch etwas weniger Arbeit. So, alles eingesammelt. Euch nehme ich auch noch mit. Damit wir auch irgendwann eine Kiste mit Pilzen voll haben. So, dann stellen wir dich nochmal auf. Ist ja ein bisschen was doch geworden. Ne, Setzlinge werden hier verschwendet. So ist es, glaube ich, besser. Holz, ja, ist ausbaufähig. Dann schwimmen wir doch da hinten hin erstmal. Ja, das Eis scheint wirklich nicht mehr zuzugehen. Ist das auch noch Lehm hier? Oder ist das Sand? Nö, ist Lehm. Nehmen wir uns auch noch mal schnell mit. Ich glaube, Lehmpyramiden fehlten auch noch ein oder zwei, also aus den Ziegeln. Ist wirklich alles. Ein Stück Wüste, ein Stück Sumpf, Tiger. Wie viele Stacks brauchen wir circa noch? Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt noch zwei kriegen, sollte das reichen. Zwei oder... Oh, lass mal lieber drei. Das ist auch schon wieder dunkles. Gehen wir da vorne hin. Da ist helles. Ja, da hängt ja auch schon die Hälfte in der Luft an Holz. Das heißt, da war ich schon tätig geworden. Ein paar Pilze kann man nebenbei pflücken. Das sind alles so große Bäume hier. Hoffnung, dass so ein bisschen was an Laub verschwunden ist, wenn wir das nächste Mal wieder kommen. Dass wir dann die nächste Ladung Holz da rausholen können. Hm.
Ja, in Birken sehe ich wirklich schwarz hier. Da scheinen wir schon alles rausgeholt zu haben. Ja, irgendwo wird sich schon noch ein oder zwei verstecken. Viel Birkenholz brauchen wir ja nicht. Es ist ja gerade mal, dass wir den Weg dort fertig kriegen. Oh Mann, die kleine Tilly hat Albträume. Man sieht sie vielleicht im Hintergrund. Ach, jetzt ist sie wach geworden. Da guckt sie zu euch. Ja, das hört man richtig, wenn sie schlecht träumt. Dann fängt sie im Schlaf an zu weinen. Also auch wenn die Experten sich nicht schlüssig sind, auch Tiere träumen. Und wer träumt, kann auch sowas wie Hoffnung empfinden. Und das wiederum spielt jetzt den ganzen Ökos in die Karten. Denn das bedeutet, man sollte Schweine nicht wie Tiere behandeln. Okay, ich hau mir gerade selbst die Argumente um die Ohren. Ich brauche gar keine Ökos. Es ist nun mal nicht alles fair. Auch wenn sich jeder wünscht, eine faire Welt zu haben, in der alle mit Respekt und bla bla behandelt werden, sowas wird es nie geben, weil wir sind nun mal Egoisten.